wie schon versprochen, ich habe für euch wieder gebuddelt wie ein Weltmeister, wie man es hier sieht. Das sieht jetzt schon mittlerweile schon grandios aus, sagen wir es mal so. Nämlich das ist hier das Loch, was wir jetzt hier schon gebastelt haben. Was ich jetzt hier schon für euch reingegraben habe. Problem ist nur, der Bagger hat zu, obwohl er schon den langen Arm hat, ist der Arm zu kurz, um bis auf den Boden zu kommen. Von daher müssen wir erstmal hier oben abtragen, die Fläche, ein bisschen. Und das habe ich versucht mit der Raupe, das geht sehr mühselig. Und daher habe ich mich jetzt entschlossen, uns einen Bagger zuzulegen und das komplette Konzept hier so ein bisschen umbauen. Wie und was, lasst euch überraschen. Das möchte ich jetzt nicht zu viel verraten. Aber jetzt geht es erstmal zu der Ausbeute, die wir erzielt haben von dem Ganzen. Ich hab mal was vorbereitet, ne? Steht hier vorne. Und das ist das Ganze hier. Beziehungsweise, das ist ja die Anlage. Das sind die ganzen Eimer, die wir jetzt hier, die ich da rausgeholt habe. Das Ganze werden wir jetzt immer wieder da durchjagen. So, weil ihr das ganze Spielchen ja schon gesehen habt, ne, wie ich das da reinmache, gibt das jetzt hier für euch, während ich jetzt hier die Maschinen anschmeiße, werde ich das Ganze per... Ihr werdet das Ganze per Zeitschleife mitkriegen. Also ich werde die ganze vorspulen. Ihr seht das Ganze im vorgespulten Bereich. Und ich fange dann jetzt mal an. Also sag ich mal bis gleich. Tschüss. Damit melden wir uns auch schon wieder zurück. Mit dem letzten Eimer, den ich hier reinkippe. Wie ihr seht, ey, das sind nur 200 Unzen, die wir mal eben so hier gemacht haben. So, das Magnetiterz werden wir jetzt auch nochmal wegmachen. So. Die Eimer, wie gesagt, die räume ich dann alle später bei uns wieder auf. So, die 62 lassen wir mal so da drinnen. So, aus. Aus. So, gut. Das an dieser Stelle. Wir haben jetzt, wie gesagt, 218 Unzen, Leute. Das ist eine Ansage. Und damit werden wir jetzt eins machen. Wir werden die komplett veredeln. Ja, nee, das brauche ich nicht. An mit dir. Und zwar aus dem Grund, ich will die 218 Unzen mal komplett abgeben. Wir werden danach zwei Abzüge drin haben, das ist mir klar. Aber ich hoffe, dass wir damit den Kredit noch ein bisschen mehr pushen. So dass wir uns auch den Claim kaufen können. Weil
wenn man es jetzt hochrechnet, das sind 60, 65, gute 65 Unzen, die wir jetzt echt bezahlen, nur wieder für die Bank. Das sind 80.000, die wir so zur Verfügung hätten, aber nein, das ist jetzt ab, geht ab in die Bank. Und dementsprechend, das geht so nicht weiter. Wir brauchen Laden und das Auto rutscht. Super. Nee, wir brauchen echt den. Wir müssen zusehen, dass wir den Claim kaufen. Das hat so sein, sonst keinen Sinn. Weil das ist, wie gesagt, das sind 80.000, die wir einfach mal kurz wieder verschenken. Deswegen wird jetzt, nachdem ich jetzt die Maschinen, die ich jetzt benötige, noch, die werden jetzt eingekauft. Nämlich der Bagger. Ganz wichtig. Und das Dieselfass. Ja, da brauche ich nicht, braucht man nicht jedes Mal wieder zurückzufahren. Sondern können direkt vom Claim aus tanken. Und dann wird das nächste Etappenziel wirklich sein, den Claim besorgen. Weil das ist so viel, was wir hier verschwenden. Ah, wieder dran vorbeigefahren. Wie immer. So, Differenzialsperre machen wir immer aus, wenn er schon die ganze Zeit meckert. Ah, das Auto rollt zum Schmied rein. Verlust. 199,2 Unzen haben wir jetzt. Legen wir jetzt wieder mal ganz schön auf die Motorhaube, dann fahren wir zur Mitzubank. Das ist der erste Barren über 200, den wir haben. Ich kann mir jetzt ja sagen, in Hänzig, das geht auf der Straße. Habt ihr gerade gesehen, wie der uns runtergefallen ist? Aber wie gesagt, der ist dann eh nur Optik. Dann wollen wir das nicht mal verkaufen. Und tschüss. Jetzt haben wir 240.000. Was hat da unser Kredit? Wir kommen hoch. Ich schätze mal noch mal einmal so einen Durchzug und wir haben ihn. So, was wir jetzt benötigen. Wir machen nämlich so direkt eine kleine Einkaufstour. Haltet mich jetzt hier nicht für bescheuert. Das hat jetzt hier alles Sinn, was ich jetzt treibe. Zumindest denke ich. Oh, da liegt doch noch ein Eimer von uns. Oh, Handbremse wieder vergessen. Handbremse, Motor aus. Dann nehmen wir hier den Eimer direkt mal mit. Jetzt nicht für, wie gesagt, nicht für bescheuert erklären. Wir holen uns hier vorne noch eine zweite. Zups. Dann brauchen wir noch einen Schlauch. Und ein Stromkabel in dick. Warum was damals? Na, was ich damit vorhab, lasst euch überraschen. So, dann bräuchten wir die mittleren. Davon brauchen wir 4 Stück. Zum Container und Co. anzuheben. So, brauchen wir sonst noch was? Hier, jetzt bin ich gerade kurz überlegen. Nicht, dass ich jetzt hier Mist baue. Nein, hier haben wir alles. So, Bestellung. Zap. Jetzt haben wir alles da. Wie gesagt, das ist jetzt, die da steht, ist jetzt erstmal für unsere Zwecke da. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten mit meinen Worten. Das ist jetzt das Problem. Von wegen viel erklären, aber noch nicht zu viel verraten. Sie ist jetzt erstmal, sie wird erstmal herhalten für unsere Zwecke zur Zeit. Dann wissen wir so. Langfristig gesehen kommt die mit auf einen anderen Claim drauf. So. So viel zu diesem Thema. Nur damit man, beziehungsweise damit ihr jetzt nicht zu sehr überrascht seid, warum kauft ihr jetzt davon noch eine zweite? So, gut. Das haben wir.
Dann brauchen wir jetzt ja noch den Bagger. Und das Spritfass. Ich hoffe, das reicht für alles noch. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir gleich uns Minus reinwandern. Wenn ich jetzt beides mitnehme. Ich wage es einfach mal. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. So, wir brauchen den Bagger. Den Buggy-Bagger. Warum Buggy? Das müsste eigentlich ausgehen. Ups, die beiden Sachen bräuchten wir. Und falls wir jetzt ins Minus gehen, wir haben noch keine Angestellte. Na, das werden wir jetzt schnellstmöglich doch wieder rausholen. So, bestellt. Jetzt muss das Ganze noch rüber. Ach, wir können ja nicht. Müssen zweimal upgraden. Blups, blups. Dann kann der jetzt rüber und der kann rüber. Bestätigen. Sehen Sie, wir dürfen... Es könnte passieren, dass wir jetzt gleich ins Minus reingehen. Aber wie gesagt, da werde ich mich drum kümmern. Dass wir auch schnellstmöglich da wieder rauskommen. Also, da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Selbst wenn es jetzt 10.000 Minus sind, das ist... Aber wir haben da, dafür können wir mit diesem Equip ja schon mal äußerst gut arbeiten. Ja. Oh. Holper die Holper, jetzt geht es erstmal wieder zurück. Einmal technisch haben wir ja alles. Und wie gesagt, das nächste Etappenziel, was sein wird, ist eben den Claim zu kaufen. Den Claim kaufen, so schnell wie möglich, zur Not auch erstmal mit Kredit. Weil wenn man sich das hochrechnet, wie viel wir für den Kredit bezahlen an Zinsen gegenüber das, was wir an Pacht für die Pacht da bezahlen. Oh, jetzt ruft es aber hier richtig. Jetzt habe ich aber richtige Einbrüche. Im Gegensatz zu dem, was wir an Pacht bezahlen, ist es schon sinnvoll, dass wir auch mit, dass wir mit Kredit das Ganze machen, weil das mit Kredit günstiger ist. Die 600.000 per Kredit aufzunehmen und abzubezahlen ist günstiger als, die 600.000 zu farmen und beziehungsweise zu buddeln oder den Barren zu verkaufen. So. Ich bleib mal kurz stehen. Ihr hört das. Das ist der Soundbug von dem Bagger. Das hat er permanent, auch wenn wir leicht damit fahren. Das wird er nicht aufhören. Ich hoffe, dass im nächsten Patch werden sie es hinbekommen. So, da steht unser Anhänger mit Almon in dem ersten Lager. Ich hatte ja hier vorne schon viel weggeräumt. Weil hier vorne werden wir jetzt nämlich anfangen. Ich mache mal wieder später von Zeit rein. Ich habe hier nämlich so eine schöne Wand gezogen. Die Wand steht da vorne nicht aus Langeweile. Jetzt muss ich gucken, dass ich den da schön vorkriege. So. Da kann man stehen lassen. Geht schon ganz schön tief rein. So, erstmal mache ich für euch jetzt hier, wir haben ja so eine schöne Beleuchtung. Da flitze ich schon mal hoch und mache auch mal für euch Licht an. Nee, jetzt geht es auch darum, warum ich mir ein zweites zugelegt habe. Weil wir da oben jetzt mit dem Bagger arbeiten werden und da Fläche machen, hat der Bagger, der hat ja auch eine größere Schaufel. Und damit wir dadurch auch nichts verlieren an Gold und Münzen und so weiter, wird der Aufbau gleich so stattfinden, dass wir zwei Waschrinnen nebeneinander stellen. So, das schon mal gerade muss ich auch mal anmachen. Weil wir müssen nämlich gleich die Anlage einschalten. Weil sonst kommen wir gleich nicht mehr so gut an den Knopf dran. So. Das kann doch etwas länger sein jetzt. Schlups.
Damit steht Anlage Nummer 1 steht schon mal fest. Dann müssen wir nur Wasser dran führen. Ich habe das für erstmal abgemacht, weil ich wusste jetzt, es war jetzt übereilt. Das, die eine hätte ich glaube auch stehen lassen können. So, jetzt kommt. No. Das hat mir jetzt nicht mal Wasserstauch so kurz. Hallo, Wasserschlauch? Na komm. Ziehen wir ihn nochmal ein bisschen gerade. So. Ich hoffe, das müsste jetzt aber reichen. Ja, das reicht auch. Wunderschön. Dann haben wir hier noch den Eimer, dann haben wir das schon mal komplett. Zack. Und nicht dran, ich will ihn einschalten. Ja, der Trichter oben hat schon eine größere Hitbox, aber wie gesagt, ich stelle dafür jetzt ja zwei nebeneinander, damit wir eben auch alles erwischen und ohne Verluste alles reinschmeißen können gleich. So, da hole ich jetzt die zweite nochmal wieder. Die ja schon uns gutes Geld gebracht hat. Na. Vorsichtig, nämlich vorsichtig irgendwie fahren. Vorsichtig. Vorwärts oder rückwärts, damit habe ich komplett die Probleme. Und schwupps dran. Ja, bevor ich es vergesse, ich werde nachher nochmal, wenn nächstes Mal, wenn wir das Goldwerk machen, werde ich für euch schon was vorbereiten. Noch ein bisschen mehr. Und zwar das Gold werde ich schon mal durch den Magnetitabscheider durchjagen. So dass wir dann eben, wenn ihr dabei seid, wir alles durch die Waschanlage durchjagen. Nur noch. Ohne dass ihr dann 3 Stunden da rumstehen müsst. Bums. Oh, jetzt heißt es hier das Ding wieder richtig daneben stellen. Das ist wieder schwer. Ups. Ah, das habe ich rückwärts gedrückt. Wie gesagt, die beiden nebeneinander zu stellen, das ist immer so eine Aufgabe. Ah. Vor allem, man will ein bisschen bremsen. Stehen zwar nicht perfekt, aber sie stehen. So, und hoch mit dir. Zack. Da, Motor aus. Eigentlich kann man hier das Licht auch ausschalten. Das brauchen wir hier. Und ich habe das Gefühl, dass er manchmal ein bisschen durcheinander kommt, wenn man zu viele Lichtquellen hat überall. Dann schließt jetzt Nummer 2 nämlich auch an. So. Und vamos da. Zack. Da brauchen wir noch Wasser. Wasser haben wir hier hinten. Ja, genug. So, zack, dann ziehen wir hier noch mal ein bisschen das Kabel. Das Wasserkabel ist ja schon an seiner Grenze jetzt hier. Schups, haben wir das auch. Gut, dann hätten wir es an dieser Stelle. Dann brauchen wir jetzt hierfür nur noch einen Eimer. Dann schalten wir dieses Biest auch ein. Ich sag, die Eimer mit den Anhänger, den Anhänger mit den Eimern, so heißt es ja. Den werde ich nachher auch wieder da runterstellen. Also die langen Wege. Ich habe da oben erstmal alles an die Seite gestellt, weil ich wollte dann eigentlich noch ein bisschen aufschieben. Hab mir aber im Nachhinein noch gesagt, komm, nee, lass mal jetzt so. Dann kann das sein, dass hinten der Sprit an ist. Ah, deswegen läuft hier gerade nichts. Hier ist hier Sprit alle.
So, einmal vollgetankt und zweimal vollgetankt. Fertig. Und jetzt fährt er zur Bahn, oder? Das ist aber schlecht jetzt hier. Gut. Und die beiden müssten jetzt gleich laufen. Ich schalte sie jetzt nämlich ein. So, die Idee ist nämlich dahinter, wir werden, ich kann hier oben baggern, nämlich schön gerade um die Oberfläche erstmal das Anführungsstrichen schlechtere Material wegmachen. So, das ist nämlich mal die Bagger hier an der Seite, weil die brauchen wir nämlich auch gleich woanders dann. Vorausgesetzt, wir kriegen den jetzt gleich darunter. Achso, ich habe Hand am Bremse angezogen. Ich habe oben nämlich schon mal angefangen, eine kleine gerade Fläche hier zu schieben. Okay, da muss ich mir gleich mal überlegen, wie ich den hier oben runterkriege. Weil ich glaube, das hier wird er nicht hochfahren. Das ist zu steil. Oder zumindest er wird sich aufhängen. Ja. Und, oh, knapp mit dem Geld hingekommen. 700 im Minus, das geht noch. Gut. Den muss ich jetzt irgendwie gleich sehen, dass ich den hier rauskriege. Ich überlege gerade wo, an welcher Stelle. Weil hier ist alles ganz schön hoch. Da wird er, na, arbeitet er sich hoch. Dann wollen wir mal gucken, dass wir den jetzt hier hochkriegen, weil dann werden wir hier oben nämlich mit dem Bagger arbeiten. Na wunderbar, guck mal, wie der sich schön da hochfährt jetzt hier. Gelobt und schicken gegeben. Na, da ist auch schon wieder die Feierabend-Sirene. Gut, ich fahre jetzt das Stück da hoch und wir sehen uns dann gleich bei der nächsten Folge. Bleibt mir erhalten. Tschüss.